Thomas Bull EMDR Selbstcoaching in 6 Schritten, wie wir uns mit Hilfe der EMDR-Brille REM-Steam 3000 von emotionalen Belastungen und Stress befreien und leichter unsere Ziele erreichen. EMDR Selbstcoaching in 6 Schritten. Vorwort: Liebe Leserin, lieber Leser, ich freue mich, dass Sie meine Anleitung zum EMDR Selbstcoaching in 6 Schritten heruntergeladen haben und nun diese Zeilen lesen. Die Anleitung geht nunmehr ins vierte Jahr und hat seitdem wiederholt einige Überarbeitung erfahren. Ziel ist und war es immer, Ihnen eine leicht verständliche Gebrauchsanweisung zur effektiven Selbsthilfe für die alltäglichen Befindlichkeiten, wegen derer wir nicht zum Coach oder gar Therapeuten gehen, an die Hand zu geben. Aufgrund des Feedbacks meiner Leser weiß ich, dass mir das in manchen Fällen geglückt ist. Auch nehme ich Verbesserungsvorschläge sehr gern an und lasse diese in der Regel in diese Anleitung einfließen. Als ich vor 5 Jahren anfing, mich mit dem Selbstcoaching zu beschäftigen, wendete ich bereits EMDR im Coaching und in der Therapie an. Als ich wieder einmal selbst äußerst angespannt war, nutzte ich die visuelle Stimulation, um mich selbst und meine Emotionen zu kalibrieren. Es funktionierte äußerst gut. Das bewog mich, die 6 Schritte des EMDR-Selbstcoachings zu entwickeln. Der Prozess des EMDR-Selbstcoachings und der des EMDR-Coachings durch einen Coach unterscheiden sich. Selbstredend sind auch die 8 Prozessschritte der EMDR-Therapie abweichend. Im Selbstcoaching kann beispielsweise auf die Schritte verzichtet werden, welche vornehmlich der Kommunikation mit dem Coach oder dem Therapeuten dienen. Außerdem habe ich bewusst den Schritt, der die negativen Kognitionen einbezieht, weggelassen, weil dieser Schritt in der Regel den ungeschulten Anwender verwirrte und gelegentlich überforderte. Geschadet hat es dem Erreichen der üblicherweise zeitnah eintretenden positiven Effekte des EMDR-Selbstcoachings nicht. Eher im Gegenteil. Seitdem sind die 6 Schritte des EMDR-Selbstcoachings auch mein täglicher Begleiter. Denn ich bin fest überzeugt, dass es keinen Grund gibt, Stress und emotionale Belastungen länger aushalten zu müssen als den Moment, den es braucht, mir selbst dessen bewusst zu werden. So dann kann ich reagieren und etwas dagegen machen. Was letztlich damals noch fehlte, war ein Gerät, das es mir ermöglichte, mich selbst ohne mein Zutun visuell zu stimulieren. Denn selbst mit den Fingern vor meinen Augen hin und her zu www.remstein.com EMDR Selbstcoaching in 6 Schritten kennen, ist denkbar. Auf Dauer schmerzt jedoch die Schulter und lenkt spürbar vom Wesentlichen ab. Ein externer visueller Stimulus ist fühlbar effektiver, da ich so beim Selbstcoaching meine ganze Aufmerksamkeit auf mein Thema, meine Emotionen und meine Körperempfindungen lenken kann. Was es damals an EMDR-Geräten zu kaufen gab, war äußerst teuer, unhandlich und anfällig für Anwendungsfehler, was die Wirksamkeit des Selbstcoaching merklich verringerte. Was einleuchtend ist, da die EMDR-Intervention mit Hilfe schneller Augenbewegungen zu den entscheidenden Elementen gehört. Also entwickelte ich selbst den REM-Steam 3000, eine leichte EMDR-Brille, die sich hervorragend für das EMDR-Selbstcoaching eignet. Lesen Sie auf den folgenden Seiten, warum wir Menschen in der Regel mit so viel ausbremsenden emotionalen Ballast und mentalen Blockaden unser Leben bestreiten müssen und was wir dagegen machen können. Erfahren Sie, weshalb EMDR-Selbstcoaching in den meisten Fällen Erleichterung verschafft, welche positiven Stimulationseffekte zu erwarten sind und weshalb das EMDR-Gerät REM-Steam 3000 ein beispiellos nützlicher Helfer ist. Sie werden etwas über EMDR-Musik lesen und natürlich auch über die möglichen Nebenwirkungen von EMDR. Bevor Sie dann das Arbeitsblatt zum EMDR-Selbstcoaching mit seinen 6 Schritten aufschlagen und erstmalig nutzen, möchte ich Sie bitten, meine Tipps zum Arbeiten mit der Anleitung zum EMDR-Selbstcoaching nicht zu überspringen, sondern aufmerksam zu lesen. Es ist hilfreich und wird Ihr Selbstcoaching verbessern. Am Ende dieser Anleitung finden Sie die wichtigen Informationen. Das ist nicht so, weil sie eigentlich doch unwichtig sind, sondern vielmehr, damit Sie sie gleich finden, auch wenn diese Informationen nicht auf der ersten Seite stehen. Bitte lesen Sie die wichtigen Informationen sorgfältig durch. In unregelmäßigen Zeitabständen versende ich einen Coaching-Brief via E-Mail. Darin gebe ich wertvolle Tipps, hilfreiche Ratschläge und Anregungen fürs Selbstcoaching. Dabei betrachte ich zahlreiche unterschiedliche Themengebiete wie beispielsweise Stress und Belastungen, Kummer und Sorgen, Ängste des Alltags. www.remstein.com EMDR Selbstcoaching in 6 Schritten, Selbstvertrauen und Selbstbild und vieles mehr.
Anmelden können Sie sich online auf http://remsteam.com/coachingbrief. Beste Lin, ich würde mich freuen, mit Ihnen in Kontakt zu bleiben. Falls Sie mir etwas mitteilen möchten oder aber eine Frage an mich haben, senden Sie mir bitte jederzeit eine E-Mail. Ich freue mich darüber. Sie erreichen mich bestmöglich unter bull@remsteam.com. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß und eine erfolgreiche EMDR-Selbstcoaching-Sitzung. Herzlichst Ihr Thomas Bull. www.remsteam.com. 7 EMDR-Selbstcoaching in 6 Schritten, eine Vertiefung. EMDR-Selbstcoaching von Ängsten in 6 Schritten. Leben Sie bei Interesse auch EMDR-Selbstcoaching von Ängsten in 6 Schritten. Wie wir unsere Ängste mithilfe der EMDR-Brille Remsteam 3000 besiegen? Die Anleitung ist eine weiterführende Vertiefung und vermittelt Wissen rund um das Thema Angst und wie wir sie überwinden können. Auch diese Anleitung können Sie kostenlos herunterladen. Zum Download www.remsteam.com. 8 EMDR Selbstcoaching in 6 Schritten. Mentale Blockaden mit EMDR selbst auflösen. Bereits mit seinem ersten Atemzug sammelt der Mensch Erfahrungen. Er lernt unentwegt für sein späteres Leben. Alles, jedes Ereignis speichert unser Gehirn ab. Erlerntes der vergangenen Jahre beeinflusst maßgeblich unser Leben. Dergestalt, dass unsere Erfahrungen und unsere Entscheidungen unser Verhalten tagtäglich prägen. Würde ein Mensch nur Positives erleben, wäre sein Leistungspotenzial durch diese erfolgreichen Erfahrungen fast unerschöpflich. Kaum etwas würde ihn erschrecken, die wenigsten Dinge Angst einflößen. Jedes weitere Lebensjahr erhöht die Kraft und den Tatendrang dieser Person, die von Negativem verschont geblieben ist. Die Realität der meisten von uns sieht jedoch anders aus. Schon von Kindheit an sind wir zahllosen Konflikten ausgesetzt, die als Erinnerungen in unser emotionales Gedächtnis fließen. Viele davon begleiten uns ein Leben lang und bleiben unbewusst in unserem Innersten zurück und sind in der Lage, unser aktuelles Dasein zu beeinflussen. Je mehr unsere individuellen Erfahrungen durch negative Erlebnisse geprägt sind, desto stärker können sie als Erfolgsverhinderung wirken. In diesen Fällen treffen wir aufgrund der alten und negativen Erfahrungen andere Entscheidungen als die, die wir ohne jene mentalen Belastungen getroffen hätten. Denn unser Verhalten ist darauf programmiert, uns bestmöglich zu schützen. Diese Schutzfunktion entsinnt Strategien, die eine Wiederholung der belastenden Situation vermeiden soll. Über die Jahre verfügt ein Mensch, der mit den üblichen zahlreichen Herausforderungen klarkommen musste, über zahlreiche Vermeidungsstrategien. Diese Strategien bleiben aktiv, auch wenn das in der Vergangenheit verursachende Ereignis einmalig gewesen und eine Wiederholung nahezu ausgeschlossen ist. Leider führt die immer wiederkehrende Anwendung der Vermeidungsstrategien in den meisten Fällen nicht zu den erwünschten Resultaten. Vielmehr können daraus Leistungsblockaden entstehen, die die Leistungs- und Handlungsspielräume des Einzelnen stark einzuschränken vermögen. Als Folge beherrschen Vermeidungsstrategien zunehmend den Alltag und werden als Komfortzone beschönigt. Leistungsblockaden, die durch Sorgen auftreten, welche vor einer Prüfung, vor dem Fliegen, vor einer Rede oder vor einer Präsentation entstehen können, seien hier nur beispielhaft genannt. So können Trennungen, Existenzsorgen oder auch Enttäuschungen. www.remsteam.com. EMDR Selbstcoaching in 6 Schritten. Im Leben tiefe Spuren der Erinnerungen hinterlassen. Und jedes Mal, wenn uns eine negative Erfahrung sehr nahe geht, schwächt sie unser Leistungspotenzial. Unterschiedliche negative Ereignisse verbinden sich, verstärken den Stress, der auf dem Menschen lastet und schwächen ihn weiter. Unverarbeitete Belastungen wiegen mehr als Erfolge. Wichtig ist das Verständnis, dass es sich hier nicht um die Reaktion eines Kranken handelt, sondern um die Schutzmechanismen eines gesunden Menschen. Ziel ist es daher, Leistungsblockaden zu entfernen und den Menschen von seinen ihn schwächenden Erinnerungen zu befreien. Im EMDR-Selbstcoaching mit Hilfe des Remsteam 3000 können die emotionalen Einprägungen in vielen Fällen Schritt für Schritt aufgelöst werden, was uns unser volles Leistungspotenzial wieder zurückzugeben vermag. Und für die erfolgreiche Erfüllung dieser Aufgabe von jedem von uns ist diese Anleitung geschrieben worden. www.remsteam.com. 10 EMDR Selbstcoaching in 6 Schritten. EMDR im Selbstcoaching mit dem Remsteam 3000 anwenden.
EMDR ist die Abkürzung für Eye Movement Desensitization and Reprocessing und ist im Ursprung eine traumabearbeitende Psychotherapiemethode. Sie wurde von Dr. Francine Shapiro entwickelt. EMDR gilt als eine effektive Methode zur Behandlung von Stress und Belastungen. Nach einer erfolgreichen EMDR-Anwendung fühlen sich die meisten deutlich entlastet. Gefühlte Überzeugungen, die einen negativen Einfluss auf die Deutung der persönlichen Lebenssituation haben, werden neu und positiv formuliert. Die Stressempfindungen klingen häufig spürbar ab. Der REM-STIM 3000 nutzt den wichtigen Methodenbestandteil Rapid Eye Movement Stimulation von EMDR. Im Selbstcoaching können so mit dem REM-STIM 3000 Stress und Belastungen des Alltags abgebaut werden. Insbesondere dann, wenn die Ursache in Erlebtem liegt. Die bilaterale Hemisphärenstimulation des Gehirns, auch Rapid Eye Movement Stimulation genannt, bildet das zentrale Element von EMDR. Hierbei spielen schnelle Augenbewegungen eine entscheidende Rolle. Hierdurch werden in vielen Fällen Ressourcen gestärkt und belastende Erlebnisse, die an der Auslösung zahlreicher Stressempfindungen beteiligt sind, verarbeitet. Gemäß dem Theoriemodell der adaptiven Informationsverarbeitung sind diese belastenden Erfahrungen in blockierten bzw. unvollständig integrierten Erinnerungsnetzwerken des Gehirns verankert. Nach gegenwärtigem Wissen wird die Ursache in einer Art Fehlkommaspeicherung der relevanten Erinnerungen im Gehirn vermutet. Denn üblicherweise werden belastende Erinnerungen durch die normale Informationsverarbeitung des Gehirns verarbeitet, aufgelöst und teilweise als wertvolle Erfahrungen ohne schmerzliche Restempfindungen gespeichert. Hierbei übernimmt der REM-Schlaf eine wichtige Rolle. Die große Ähnlichkeit zwischen der bilateralen Stimulation durch schnelle Augenbewegungen und dem REM-Schlaf ist offenkundig. EMDR im Selbstcoaching. Während EMDR in erster Linie zur Behandlung belastender Erinnerungen bei posttraumatischen Belastungsstörungen entwickelt worden ist, stellte sich schnell heraus, dass die Methode auch www.remstim.com EMDR Selbstcoaching in 6 Schritten bei alltäglichen Befindlichkeiten im Coaching und Selbstcoaching wirken kann. Insbesondere dann, wenn die Ursache in Erlebtem liegt. Erinnerungen an vergangene Ereignisse können Ursache für vielfältige Belastungen sein. EMDR wirkt, wohl, neurobiologisch. Genau wie ist aber letztlich noch nicht bekannt. EMDR verändert belastende Erinnerungen und die damit verbundenen Begleiterscheinungen und Verhaltensmuster in vielen Fällen spürbar zum Positiven. Die bilaterale Stimulation, die der EMDR-Methode eigen ist, aktiviert offensichtlich bei einer Blockierung der normalen Mechanismen das Selbstregulierungssystem des Gehirns und verhilft so zu einer beschleunigten Verarbeitung der belastenden Gedanken. Es scheint, dass EMDR mentale und emotionale Blockaden im Gehirn auflöst und die fehlgespeicherten Informationen integriert. Im Selbstcoaching mit dem REM-STIM 3000 wird die visuelle bilaterale Stimulation, Rapid Eye Movement Stimulation, verwendet. Aber anders als bei der Verwendung von EMDR in der Therapie durch einen Therapeuten, liegt das Ziel der Selbstcoaching-Methode im schnellen und spürbaren Abbau von Leistungsstress und in der Steigerung von Kreativität, Mental Fitness und Konfliktstabilität. Die Selbstcoaching-Methode mit Hilfe des REM-STIM 3000 versteht sich als leistungsförderndes Mentaltraining. Es ist kein Diagnoseverfahren, keine medizinische Therapie oder sonstige Heilkunde, behandelt keine Krankheiten und keine Krankheitssymptome. Es werden keine Heilversprechungen abgegeben, so dass beim Anwender falsche Hoffnungen geweckt werden. Voraussetzung beim Selbstcoaching ist wie auch sonst beim Coaching üblich eine normale psychische und physische Belastbarkeit. Lesen Sie hierzu auch www.remstim.com die wichtigen Informationen. 12 EMDR, Selbstcoaching in 6 Schritten, Stimulationseffekte von EMDR, die möglichen positiven Effekte von EMDR, das dank des REM-STIM 3000 im Selbstcoaching angewandt werden kann, werden hier beispielhaft wiedergegeben. Die Reaktion eines jeden Anwenders kann anders ausfallen. Noch kurz vor einer Anwendung ist das involvierende Thema überaus präsent und der Einzelne fühlt sich der Situation ausgeliefert. Bisweilen kostet es sogar Anstrengung, sich selbst zu einer befreienden Stimulation zu bewegen. So sehr beschäftigt das Thema und beeinflusst den freien Willen und den Wunsch nach Entspannung. Mit der ersten Anwendung einer Rapid Eye Movement Stimulation, insbesondere mit dem REM-STIM 3000, können sich dann aber in vielen Fällen schnell die wohltuenden Stimulationseffekte entfalten, die aus Coaching-Methoden wie EMDR bekannt sind, während die Augen noch dem Lichtsignal folgen.
können mehrere Dinge fast gleichzeitig geschehen, was auch immer für innere Bilder die Gedanken bannen. Sie verblassen, verlieren ihre bedrohliche Dimension. Man selbst fühlt sich angenehm distanziert und weniger involviert. Das Thema erscheint in einem neuen, positiveren Licht. Die individuellen Zusammenhänge und persönlichen Wertungen gestalten sich auf einmal freundlicher. Spontane Assoziationen erscheinen vor dem inneren Auge und lassen bisher ungeahnte positive Neudeutungen zu. Selbst unveränderbar Geglaubtes, was bisher nur Ablehnung hervorrief, vermag nun neutrale und sogar zusagende Aspekte zu gewinnen. Emotionen wandeln sich, und viele Anwender spüren, wie negative körperliche Empfindungen beginnen, den Ursprungsort der ersten körperlichen Wahrnehmung zu verlassen. Dabei wandern sie durch den Körper und verändern sich. Letztlich enden sie in wohliger Entspannung. Wenn sie sich dann endlich auflösen, der Körper dankt es mit befreienden Reaktionen und streckt sich und atmet, wieder, tief durch. Er lässt uns gähnen, lächeln, grinsen und gar lachen, und manchmal sogar weinen, um kurz darauf in einem Gefühl der Entspannung und einer Beruhigung der Gemütslage zu münden. www.remsteam.com EMDR Selbstcoaching in 6 Schritten. Diese Effekte treten meist schon während der ersten Anwendungen mit dem Remsteam 3000 auf. Und auch noch nach den Stimulationen können die aufbauenden Effekte anhalten. Das Thema verblasst weiter, bis so mancher sich gar selbst daran erinnern muss und sich wundert, wie er noch kurz zuvor an nichts anderes hat denken können. Die einst missliche Angelegenheit ist nicht vergessen, aber möglicherweise erscheint sie nun nicht mehr wichtig genug, um sich von Besorgnis erdrücken zu lassen. Lösungen und Handlungen, wenn denn dann noch nötig, fallen nun leichter. Zu guter Letzt kann es während der nachfolgenden Nachruhe zum Nachwirken kommen. So scheint es, als übernehmen die einst üblichen nächtlichen REM-Phasen wieder die Funktion der just im wachen Zustand simulierten Rapid-Eye-Movement-Stimulation und führen die Abreaktion der emotionalen Erinnerungen an Belastendes fort. Rege Träume können in dieser Nacht besonders auftreten. Der nächste Morgen beschert in vielen Fällen ein besonders frisches und erholtes Erwachen. www.remsteam.com 14 EMDR Selbstcoaching in 6 Schritten EMDR Brille Remsteam 3000. Der Remsteam 3000 wurde eigens für die Anwendung von EMDR im Selbstcoaching und der damit verbundenen Rapid Eye Movement Stimulation entwickelt. Die Selbstcoaching Brille wird in Deutschland handgefertigt. Die Abstimmung seiner Funktionen, die individuellen Einstellmöglichkeiten und deren leichte Bedienung machen den Remsteam 3000 zu einem effektiven und erprobten Selbstcoaching-Gerät. Gerade seine kleine, kompakte und leichte Bauweise ermöglichen den Einsatz auch unterwegs. Weniger als 100 g wiegt das kleine Profigerät zum Selbstcoachen mittels der Rapid Eye Movement Stimulation inklusive Batterie. Die chipgesteuerte Elektronik des Remsteam 3000 ist komplett in seinem eleganten Formgehäuse untergebracht, so dass auf Kabel und zusätzliche Bedienungselemente verzichtet werden kann. Da die persönliche Augenbewegungsflexibilität der Anwender variiert, lassen sich die Stimulationsparameter individuell anpassen. Die zuletzt verwendete Einstellung der Stimulationsparameter wird stets vom Chip für die nächste Anwendung automatisch gespeichert. Mikro-LEDs generieren einen feinen Lichtimpuls, der die Bewegung jedes beider Augen einzeln aber koordiniert während einer Anwendung kontrolliert führt. Die 2x3 vertikal angeordneten LEDs signalisieren den Anfang und das Ende einer 30-sekündigen Anwendung. Lesen Sie dazu mehr unter Bedienung des Remsteam 3000. Das horizontal laufende Lichtsignal, das auf sanfte Weise die Augenbewegungen stimuliert, kann in Bezug auf Augenauslenkung und Geschwindigkeit der Stimulation anhand zweier Tastknöpfe einfach und schnell während einer Anwendung für das persönliche Wohlbefinden und die optimale Wirksamkeit der Stimulationseffekte reguliert werden. Der Wahl von Lichtfarbe und Helligkeit wurde eine besondere Aufmerksamkeit zuteil, um den visuellen Stimulus so förderlich und angenehm wie möglich zu gestalten. www.remsteam.com EMDR Selbstcoaching in 6 Schritten. Schutzrechte und Registrierung. Erster Remsteam Warenzeichen ist eine rechtlich geschützte und eingetragene Marke. Zweiter, die Technik des Remsteam 3000 ist rechtlich geschützt und eingetragen unter der 202.010.014.816,2. Dritter, Erik NR, der 83.662.464. www.remsteam.com 16 EMDR Selbstcoaching in 6 Schritten. EMDR Coaching Music unterstützt tief in Entspannung. Die bilaterale Gehirnstimulation hilft,
Spannungsgefühle zu reduzieren und überbordende Emotionen zu beruhigen. Um sich selbst kreisende Gedanken hören auf. Eine wohltuende innere Ruhe und positive Emotionen stellen sich ein. Wie von selbst erscheinen häufig neue Handlungsoptionen vor dem inneren Auge. Der Bilateral Coaching Music, auch EMDR Coaching Musik genannt, verwendet die auditive bilaterale Stimulation. Dabei ist die Verwendung von Kopfhörern eine wichtige Voraussetzung. Erst dadurch können die abwechselnden Links-Rechts-Töne nur mit dem jeweils einen angesteuerten Ohr gehört werden, was unser Gehirn bilateral anregt. So entfalten die Töne, die in jedem der 6 Songs des Albums Feel Like Eden von einzigartigen und beruhigenden Klängen untermalt werden, ihren vorteilhaften Effekt. Dabei reguliert ein Takt von 60 Schlägen in der Minute, was der Ruhefrequenz unseres Herzens entspricht, auf harmonische Art unser körperliches und seelisches Befinden. Hörproben finden Sie online. Nutzen Sie einfach den Online-Player, um einen ersten Eindruck zu gewinnen. Hinweis: Während und nach einer bilateralen Hemisphärenstimulation kann es zu intensiven Gefühlen kommen, die als Belastung empfunden werden. Siehe auch wichtige Informationen: www.remstein.com/17EMDR. Selbstcoaching in 6 Schritten. Mögliche Nebenwirkungen von EMDR. Wie bei jeder anderen Form von Psychotherapie kann es bei einer Anwendung von EMDR oder während einer EMDR-Behandlung zu einem zeitweiligen Anstieg der Belastungen kommen. Es können bisher nicht verarbeitete Erinnerungen auftauchen, die als Belastung empfunden werden. Es ist möglich, dass Klienten während einer Behandlungssitzung körperliche Empfindungen und Emotionen im Rahmen des bearbeiteten Erlebnisses besonders intensiv wahrnehmen, die weder der behandelnde EMDR-Therapeut noch sie selbst vorhersagen können. Auch als Abreaktionen bezeichnet, es besteht die Möglichkeit, dass das Gehirn im Rahmen des SOG-Nachprozessierens in den Stunden nach einer EMDR-Behandlung mit der Bearbeitung der belastenden Erlebnisse fortfährt, was sich in neu auftauchenden Träumen, Erinnerungen oder Gefühlen ausdrücken kann. Bei Coaching- oder Therapiesitzungen, die gewöhnlich durch einen Coach bzw. Therapeuten geführt werden, kann es unter Umständen durch die Intensität der Behandlung der belastenden Thematik zu Nebenwirkungen beim Coach bzw. Klienten kommen, die auch bei der Selbstanwendung EMDR nicht auszuschließen sind. Lesen Sie dazu auch die wichtigen Informationen: www.remstein.com/18EMDR. Selbstcoaching in 6 Schritten. Arbeiten mit der Anleitung zum EMDR Selbstcoaching. Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie eine kurze und effektive Anleitung, wie Sie den Remstein 3000 optimal für sich nutzen können. Die Anwendung des Remstein 3000 in 6 Schritten wird Sie dabei unterstützen, gewisse Angelegenheiten und Themen, die Sie persönlich, emotional und mental belasten, auf besonders sorgfältige Weise zu coachen. Bitte beachten Sie, dass es bei manchen Themen und Angelegenheiten, die Sie auf besondere Weise involvieren, ratsam sein kann, sich diesbezüglich an einen Coach oder Therapeuten Ihres Vertrauens zu wenden. Lesen Sie dazu auch die wichtigen Informationen. Im Rahmen der 6-Schritte-Anleitung hat es sich als hilfreich erwiesen, diese in der zweiten Person Singular zu verfassen. Sie werden also auf den nächsten Seiten mit Du angesprochen. Wir bitten dich um dein Verständnis. Während des Selbstcoachens wirst du gebeten, auf einer Skala, wie du sie nachfolgend hier findest, zu vermerken, wie du dich bezüglich deines Themas fühlst. Dabei repräsentieren die Werte von minus 10 bis plus 10 das Ausmaß deiner subjektiven Berührtheit, wenn du dich mit deinem Thema konfrontiert siehst und damit auseinandersetzt. 10 steht für einen äußerst extrem negativen und belastenden emotionalen und oder mentalen Zustand. 0 dagegen, die Mitte, signalisiert emotionale und oder mentale Neutralität. Plus 10 repräsentiert den bestmöglich entspanntesten, glücklichsten und am meisten befähigten Zustand, den du emotional und mental erleben kannst. Während des Selbstcoachens wähle einen Skalenwert schnell und spontan. Dabei gibt es kein richtig oder falsch, sondern nur deine persönliche Einschätzung, wie du in dem Moment empfindest. Bevor du mit deiner ersten Selbstcoaching-Sitzung startest, möchte ich dir jetzt noch jeden einzelnen Schritt der 6 Schritte des Selbstcoaching mit der Rapid Eye Movement Stimulation mit Hilfe des Remstein 3000 erklären. Dann sollte es dir sehr leicht fallen, dich mit den 6 Schritten beim auf www.remstein.com/EMDR Selbstcoaching in 6 Schritten treten besondere Belastungen zu erden und zu entspannen. Lies bitte auch die wichtigen Informationen am Ende dieser Anleitung. Wann immer du möchtest,
greifst du einfach zu dieser Selbstcoaching-Anleitung und führst eine Sitzung mit der Selbstcoaching-Methode durch. Du findest darin Leitfäden für 10 Selbstcoaching-Sitzungen. Das Heft kannst du aber beliebig vervielfältigen. Erster Schritt beim Selbstcoaching. Im ersten Schritt geht es darum, dich auf dein Thema einzustellen. Was ist es, was dich in diesem Moment am meisten bewegt? Welcher unangenehme Satz, welche belastenden Gedanken, welche Erinnerungen stören dein Wohlbefinden? Es muss nichts Konkretes sein. Es ist auch möglich, dass sich deine Gedanken überschlagen und du einfach nur keinen klaren Fokus hast. Mach dir bewusst, was es ist. Es gibt hier kein richtig oder falsch. Grenze einfach ein, was dein Thema sein kann. Das genügt für den ersten Schritt vollkommen. Zweiter Schritt beim Selbstcoaching. Jetzt, nachdem du eingegrenzt hast, was dich belastet, kommen wir zum zweiten Schritt. In diesem Schritt geht es darum, zu erforschen, welche Emotionen mit deinem Thema einhergehen. Welche Emotionen sind es, die du verspürst, wenn du daran denkst? So können zum Beispiel Emotionen wie Wut, Ärger, Empörung, Schuld, Hilflosigkeit, Ohnmacht oder aber Scham, Kränkungen, Beleidigungen auftreten. Manchmal kommt es auch vor, dass du nichts spürst, du keine Emotionen wahrnimmst. In diesem Fall hast du dich wahrscheinlich bereits gänzlich distanziert. Auch das ist nicht weiter schlimm, auch das gehört zu dir. Nimm es einfach an und akzeptiere es für diesen Moment. Versuche dann, deine Emotion zu bewerten. Dafür hat es sich als hilfreich erwiesen, die Wahrnehmung einer Emotion auf einer Skala abzutragen und somit versuchsweise zu quantifizieren. Auf der Skala findest du Zahlen zwischen minus 10 bis plus 10. Jede dieser einzelnen Ziffern steht für einen Wert, der das Ausmaß deiner Befindlichkeit beschreiben soll. Sei spontan. Wähle einfach eine Ziffer zwischen minus 10 und plus 10, die deine derzeit empfundene Emotionen beim Gedanken an dein Thema am besten beschreibt. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du eine Ziffer zwischen minus 10 und 0 wählen wirst. Denn Belastungen gehen ja bekanntlich mit negativen Emotionen einher. www.remstein.com/EMDR Selbstcoaching in 6 Schritten. Erhalte mehr hilfreiche Tipps zum zweiten Schritt auf remstein.com. Dritter Schritt beim Selbstcoaching. Nachdem du den ersten und den zweiten Schritt vollführt hast, geht es nun im dritten Schritt darum festzustellen, welche körperlichen Empfindungen du gleichzeitig wahrnimmst. Spüre in deinen Körper hinein. Nimmst du vielleicht einen Druck wahr, oder ist dort Kälte, Wärme oder etwas anderes? So mancher verspürt ein flaues Gefühl im Magen oder aber ein Ziehen in den Schultern. Aber auch die Beine können schwerer werden. Was auch immer du wahrnimmst, registriere es und lass es da, wo es ist. Erhalte mehr hilfreiche Tipps zum dritten Schritt auf remstein.com. Vierter Schritt beim Selbstcoaching. Im vierten Schritt kommt es nun zur eigentlichen Intervention. Der Vorgang wird auch Processing genannt. Im vierten Schritt wirst du dein Thema, deine Emotionen und deine körperlichen Empfindungen miteinander verbinden und gleichzeitig darauf fokussieren. Stell dir vielleicht dazu eine Pyramide vor, die du in drei übereinander liegenden Bereiche einteilst. Oben liegt dein Thema, darunter in der Mitte befindet sich deine Emotion. Ganz unten sind deine körperlichen Empfindungen lokalisiert. Dieses Bild davon kannst du dir sicher gut vorstellen, oder, wenn du nun dein Thema, deine Emotionen und deine körperlichen Empfindungen klar vor Augen hast, ist es an der Zeit, mithilfe des Remstim 3000 eine Intervention durchzuführen. Wie du den Remstim 3000 anwendest, liest du bitte in der Gebrauchsanweisung nach. Mach dich mit dem Remstim 3000 vertraut, dann ist er ein sehr guter Helfer. Wenn die Anwendung mit dem Remstim 3000 beendet ist, atme tief ein und aus. Beobachte dich nun selbst. Hat sich etwas innerlich verändert? Was ist mit deinen Emotionen, mit deinem Körpergefühl? Hat sich der Gedanke an dein Thema in irgendeiner Form verändert? Gibt es dabei Assoziationen? Alles, was du danach wahrnimmst, ist in Ordnung. Konzentriere dich erneut auf dein verändertes Thema, deine Emotionen und deine körperlichen Empfindungen und wiederhole die Anwendung mit dem Remstim 3000 so oft du möchtest. Achte dabei darauf, dass www.remstim.com/EMDR Selbstcoaching in 6 Schritten du nach dreimaliger Anwendung des Remstim 3000 eine kurze Pause machst, bis du erneut beginnst. Du solltest schon nach kurzer Zeit feststellen, dass du dich von deinem Thema distanziert hast. Vielleicht fühlst du dich auch schon etwas befreiter. Erhalte mehr hilfreiche Tipps zum vierten Schritt auf remstein.com. Fünfter Schritt beim Selbstcoaching. Bevor du zum fünften Schritt kommst,
ist es sinnvoll, eine kurze Pause zu machen und in dich zu gehen. Der fünfte Schritt ist dafür da, kleine Restempfindungen aufzuspüren, die noch existieren, wenn du an dein Thema denkst. Setze dich dabei entspannt hin und wandere in Gedanken umher. Denke an dein Thema, an deine Emotionen, die du jetzt wahrnimmst und schaue, ob du körperliche Restempfindungen wahrnehmen kannst. Wirst du fündig, geh zurück zum vierten Schritt und beginne erneut mit der Intervention mit Hilfe des REM-Stim 3000 bis zum bestmöglichen Ergebnis. Erhalte mehr hilfreiche Tipps zum fünften Schritt auf remstim.com. Sechster Schritt beim Selbstkochen. Kommen wir nun zum sechsten Schritt. Denke dabei an dein Thema und bemerke die ersten positiven Gedanken, die dir dazu einfallen. Sei spontan, nimm einfach den ersten Gedanken, der dir selbst gut gefällt. Vielleicht ist es eine positive Assoziation zu deinem Thema. Dieser positive Gedanke zeigt dir, dass sich deine Einstellung zum Thema verändert hat. Wiederhole nun diesen angenehmen Gedanken immer wieder in deiner Vorstellung und wende erneut den REM-Stim 3000 an. Wähle dabei eine langsame Geschwindigkeit des Lauflichts zur Bedienungsanleitung. Es soll bewirken, dass sich diese positiven Gedanken in deinen Gedanken festigen, quasi in deine neue Glaubenswelt eingewoben werden. Zum Schluss bewerte jetzt nochmals das Ausmaß der subjektiven Berührtheit. Wähle dazu eine Ziffer auf der Skala zwischen minus 10 und plus 10. Vergleiche dann deine Angaben auf der Skala vom zweiten Schritt mit deiner jetzigen Angabe. Das Ausmaß deiner subjektiven Berührtheit sollte sich auf der Skala von links nach rechts um mehrere Punkte zum Positiven verschoben haben. www.remstim.com EMDR Selbstcoaching in 6 Schritten. Wenn du Lust hast, mache dir danach noch ein paar Notizen zu deiner Selbstcoaching-Sitzung. Das ist sehr sinnvoll, da du dadurch die Gelegenheit schaffst, auch noch später die Wirksamkeit deiner Selbstcoaching-Sitzungen vor Augen zu führen. Denn die Einsicht und das Gefühl, dass wir etwas bewirken können, stärkt unser Selbstbewusstsein. Arbeitsblatt für das EMDR Selbstcoaching. Am hilfreichsten hat es sich erwiesen, das nachfolgende Arbeitsblatt für das EMDR Selbstcoaching einfach mehrmals auszudrucken. So kannst du einfach deine Gedanken, Anmerkungen und Notizen auf den 3 Seiten pro Sitzung notieren. Nutze am besten ein Arbeitsblatt pro Selbstcoaching-Sitzung, damit du nicht von den Notizen einer vergangenen Anwendung vom aktuellen Thema abgelenkt wirst. Achte beim Ausdrucken darauf, dass du nur die relevanten Seiten ausdruckst. Ich wünsche dir viel Erfolg. www.remstim.com 23 EMDR Selbstcoaching in 6 Schritten. Arbeitsblatt für das EMDR Selbstcoaching. Nummer, Datum, erster Schritt. Dein Thema bestimmen. Was bewegt dich in diesem Moment am meisten? Was für Gedanken belasten dich derzeit? Was ist das unangenehmste Bild, der unangenehmste Satz? Was geht dir im Kopf herum? Konzentriere dich auf die Vorstellung, die Situation, die Sache, das Bild, den Satz, etc., was dich am meisten belastet. Platz für deine Notizen. Zweiter Schritt, deine Emotionen bestimmen. Fühlst du etwas, während du dich auf dein Thema konzentrierst? Welche Emotion ist es, die du dabei verspürst? Ist es zum Beispiel Wut, Ärger, Empörung, genervt sein, Angst, Beunruhigung, Trauer, Verlust, Hilflosigkeit, Ohnmacht, ausgeliefert sein, Überraschung, Verwirrung, im falschen Film sein, Schuld, Verantwortung, Scham, Kränkung, Beleidigung, Entwürdigung, Ekel, Hass, Abscheu, Widerwille, Grusel, Müdigkeit, Durst, Hunger, nicht fühlen oder eine andere Emotion? Die Auflistung repräsentiert eine Anzahl von unangenehmen Emotionen und ist nicht erschöpfend. Bewerte jetzt das Ausmaß deiner subjektiven Berührtheit. Platz für deine Notizen, www.remstim.com 24 EMDR Selbstcoaching in 6 Schritten. Dritter Schritt, Bodyscan. Deine körperlichen Empfindungen. Spürst du in deinem Körper etwas? Existiert ein Körperecho deiner Emotion? Spürst du eine Regung, eine körperliche Empfindung irgendwo in einem Teil deines Körpers? Nimmst du in dir einen Druck, Einziehen, Wärme, Kälte oder ähnliches wahr oder nimmst du nichts wahr und es gleicht einem Nicht-Empfinden? Platz für deine Notizen. Vierter Schritt, die Intervention, Processing. Nimm innerlich dein Thema und deine Emotion, ihn, wahr, spüre deine körperliche Empfindung, auch Nicht-Empfindung. Jetzt starte jetzt eine Anwendung des REM-Stim 3000. Atme dabei ruhig und regelmäßig. Wenn die REM-Stim 3000 Anwendung beendet ist, atme tief ein und lasse beim Ausatmen los. Was hat sich innerlich verändert? Beobachte deine Emotion, ihn, dein Körpergefühl. Wenn du jetzt an dein Thema vom Anfang denkst,
Assoziationen. Punkt. Gehe zurück zum ersten Punkt der Intervention, in diesem vierten Schritt, und beginne den Prozess aufs Neue. Durchlaufe den Prozess so oft du willst. Zum Beispiel, bis du dich von deinem Thema distanziert und befreit fühlst. Platz für deine Notizen: www.remsteen.com. 25 EMDR Selbstcoaching in 6 Schritten. 5. Schritt: Bodyscan 2. Denke an dein Thema, suche und spüre dabei nach kleinen Restempfindungen. Wirst du fündig, interveniere mit dem REM-Stimm 3000 wie zuvor im 4. Schritt beschrieben nochmals bis zum bestmöglichen Ergebnis. 6. Zum Abschluss die Verankerung. Denke jetzt an dein Thema und bemerke den ersten positiven Gedanken, der dir dazu einfällt. Wiederhole diesen deinen angenehmen Gedanken im Geiste immer wieder. Interveniere jetzt mit dem REM-Stimm 3000. Wähle dabei eine langsame Geschwindigkeit des Lauflichts. Atme dabei ruhig und regelmäßig und wiederhole deinen angenehmen Gedanken. Nach der REM-Stimm 3000 Anwendung tief einatmen und beim Ausatmen loslassen. Bewerte jetzt nochmals das Ausmaß deiner subjektiven Berührtheit, wenn du an dein Thema denkst. Nutze, wenn du willst, die Gelegenheit und mach dir ein paar Notizen über diese Selbstcoaching-Sitzung. Platz für deine Notizen: www.remsteen.com. 26 EMDR Selbstcoaching in 6 Schritten. Wichtige Informationen: 1. Der REM-Stimm 3000 ist ein Gerät zur Stimulation von Augenbewegungen. Die Anwendung des REM-Stimm 3000 zur Stimulation von Augenbewegungen versteht sich als ein leistungsförderndes Mentaltraining. Es ist kein Diagnoseverfahren, kein medizinisches Gerät, keine medizinische Therapie oder sonstige Heilkunde, behandelt keine Krankheiten und keine Krankheitssymptome. Es werden keine Heilversprechungen abgegeben, so dass beim Anwender falsche Hoffnungen geweckt werden. 2. Die Anwendung des REM-Stimm 3000 will die Arbeit eines Psychotherapeuten, Arztes oder Heilpraktikers nicht ersetzen. Deshalb soll eine laufende Behandlung nicht unter- oder abgebrochen, beziehungsweise eine künftige notwendige nicht hinausgeschoben oder ganz unterlassen werden. 3. Der Anwendung des REM-Stimm 3000 hebt ärztliche Anordnungen in keinem Fall auf. Die Verantwortung liegt ganz beim Anwender. 4. Bei der Beschreibung der körperlichen, emotionalen und mentalen Zustände, insbesondere durch die Verwendung von Wörtern wie Stress, Belastung, Sorge, Kummer, Unruhe, Angespanntheit und ähnlichen Begriffen, handelt es sich hier ausschließlich um die Beschreibung der Befindlichkeiten von gesunden Menschen innerhalb einer natürlichen Schwankungsbreite. Es soll in keinem Fall der Eindruck erweckt werden, dass die dargestellten Befindlichkeiten über ein gewisses Maß der Beeinträchtigung hinausgehen und Krankheiten, Leiden, Körperschäden oder krankhafte Beschwerden zu umschreiben versuchen oder gar repräsentieren. 5. Voraussetzung beim Anwender ist wie auch sonst beim Coaching üblich eine normale psychische und physische Belastbarkeit. 6. Eine Anwendung des REM-Stimm 3000 ist für Personen, die insbesondere unter den folgenden Erkrankungen leiden oder litten, zu keinem Zeitpunkt geeignet: Epilepsie, Augenerkrankungen, hirnorganische Erkrankungen, Suchterkrankungen, dissoziative Störungen, Ich-Störungen. 7. Es ist in der freien Verantwortung und Entscheidung des Anwenders, die Anwendung des REM-Stimm 3000 zu beginnen, fortzusetzen oder abzubrechen. www.remsteen.com. EMDR Selbstcoaching in 6 Schritten. 8. Die Anwendung des REM-Stimm 3000 kann zu vorübergehenden intensiven Emotionen führen. 9. Verwenden Sie den REM-Stimm 3000 nur für den Zweck, für den er gemacht ist. Beachten Sie bitte, dass der REM-Stimm 3000 im aufgesetzten Zustand Ihr Sichtfeld vollständig ausfüllt und die Sicht auf Ihre Umwelt gänzlich verhindert. 10. Der REM-Stimm 3000 ist zur persönlichen Selbstanwendung im Sitzen oder im Liegen bestimmt. Für die gewerbsmäßige Nutzung ist der REM-Stimm 3000 nicht vorgesehen. Empfohlen werden bis zu 3 aufeinanderfolgende Anwendungen von jeweils 30 Sekunden Dauer. 11. Sollten insbesondere bei den ersten Anwendungen die Augenbewegungen als unangenehm empfunden werden, bedarf es der Optimierung, kleinere Stufe, der persönlichen Geräteeinstellungen von Auslenkung und oder Geschwindigkeit und oder Helligkeit, im seltenen Fall von Schwindel, Übelkeit oder Augenschmerzen. REM-Stimm 3000 absetzen und Einstellungen anpassen. 12. Ein Scharfsehen der laufenden Lichtpunkte ist kaum möglich und weder beabsichtigte noch erforderliche Bedingung für eine erfolgreiche Anwendung. 13. Der REM-Stimm 3000 ist für die Anwendung durch Kinder nicht geeignet und entsprechend für Kinder unzugänglich aufzubewahren. 14. Die bei der Herstellung des REM-Stimm 3000 verwendeten Materialien können bei anfälligen Anwendern eine allergische Reaktion der Haut hervorrufen.
Konsultieren Sie in diesem Fall sofort einen Arzt. 15. Setzen Sie den REM-Stim 3000 keinen extremen Witterungsbedingungen, Regen, Schnee, Sonneneinstrahlung, Wind. Aus 16. Schützen Sie den REM-Stim 3000 vor Wasser. www.remstim.com 28.